Grüß euch Leute zum Instant Session Video von mir. Ich befinde mich auf einem mittelgroßen Gewässer in meiner unmittelbaren Umgebung und wir werden heute probieren, rein über den Tag ein paar Karpfen zu fangen. Und das instant, ergo ohne vorzufüttern und mit hochattraktiven Köder, ergo mit unseren Coated Hookbaits, ihre Fischen. Mit auffälligen Pop-Ups, unsere Sticks natürlich, die sind richtig geil fürs Instant-Angeln, die habe ich soaken lassen in kleine PVA-Bags und das zeige ich jetzt, aber als erster kommt einmal der Platz, ist ja nicht geil, unten stehen die Ruten, fisch da auf recht kurz und schauen wir mal was geht, das zeige ich als Futter. Als Beifutter bei der Session verwende ich ganz normal eine Boilies von uns und eine Sticks, die was natürlich unter Wasser recht schnell Attraktoren freigeben und wir wollen ja recht attraktiv fischen, dass wir die Fische recht schnell auf den Platz kriegen. Da nicht so viel, wir haben schon einen beginnenden Herbst, ich möchte die Fische nicht übersättigen, das heißt ich möchte es recht schnell in den Köder bringen, ich habe nicht lange Zeit. Und daher reicht mir meistens da eine Handvoll aus. Das geht am Platz und schauen wir mal. Als Köder verwende ich wie gesagt unsere Coated Hookbaits, da jetzt die Red Devil Squid, hat man jetzt gerade vorher schon erst einen Fisch gebracht, also instant haut es super hin, sind natürlich hoch attraktiv, jetzt kann ich es euch einmal genauer zeigen, also wie ihr seht, das sind richtig schön ummantelt, das löst sich im Wasser natürlich recht schnell auf, gibt da super Attraktoren ab ans Wasser, lockt die Fische noch schneller am Platz, der Kern ist ein normaler 15 mm Boilie. On top fische ich als Schneemann mit einem ganz normalen Pop-Up von uns, 15 mm, das steht 1A im Wasser. Und als Geheimwaffe habe ich mir PVA-Packs gebaut mit unseren Sticks. Und das sind jetzt gesaugt seit 48 Stunden, also mit unserem Bait Booster. Also ihr seht, der Bait Booster ist PVA-freundlich. Den kriegt ihr, wie im vorigen Video schon gesagt, in den kleinen Flascherl. Und das hebt die Attraktion natürlich ins Unermessliche und fürs Instant-Angeln top. Sagen kriegt ihr alle bei uns im Shop auf www.edisturks-austria.at. Schaut gerne mal rein. Und generell irgendeine Fragen zu den Produkten habt ihr, wie gesagt, einfach her damit. So, seht ihr, was für ein Rig, dass ich fisch. Ganz normales Inline-Blei und dann das Ronny-Rig mit einem 15 mm Bubbleberry in dem Fall. Auf einem Schonhocken, das sind da vorgeschrieben von CW. Und jetzt kommt die Geheimwaffe noch dazu. So, schauen wir, dass ich das zusammenbringe. BVA-Bag. Wie man so schön sagt, einfach unter durchfadeln. So kommt das jetzt wieder am Platz. Dann hoffen wir, dass noch ein Fisch einsteigt. Und auf der zweiten Route fische ich einfach ein Kombi-Rig, wo ich vorne ein bisschen das Coating aber gemacht habe. Auch mit einem 6er Curve und einem kleinen Schneemann von uns. Da kommt jetzt auch wieder ein PVA-Bag drauf.
Demontage, bevor ein Karpfen fangen. Schauen wir, was passiert. Auf Instant-Köder. Der hat genau auf das kleine Schneemantel gebissen. Dann sagt man so schön, klein, aber mein. Lieber Schuppi, der kommt jetzt gleich wieder zurück. Den nächsten Monat. Und der biggest fish of the day. Er ist richtig geil, oder? So Leute, das war jetzt das Instant Action Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne ein Abo, gebt ein Like. Seht, es wird jetzt schon finster, ich packe jetzt zusammen, ich fahre jetzt heim. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Video. Edi Sturks Austria. Ciao.